Ach, wunderbar. Und dann werden wir das alles halt so nach und nach dann umbauen. Haben wir schon die Klimaanlage? Ich bin gerade so ein bisschen überfragt, ob wir die schon haben. Müssten wir nochmal nachgucken. Ja. Sicher bin ich mir da jetzt nicht. So, das einmal. Und dann das hier. Ah, sehr schön. Ach, da müssten wir ganz viel Lehm haben. Ja, das hatte ich mir schon gedacht. Ich guck mal, ich glaube, wenn, dann müsste die Klimaanlage ja hier sein. Ich glaube das jetzt. Und dann irgendwas bei Struktur wahrscheinlich, elektrisch. Das ist ja doch, ne? Klimaanlage. Elektronik, Metall. Puh, 80. Wir haben 37 Metallbarren da drin? Echt? Habe ich die da gerade reingelegt? Nee, ich glaube nicht, dass ich die da reingelegt habe. Dann hatten wir die noch übrig, okay. Gut, also ich denke, metallbarrenmäßig wäre jetzt nicht so das Ding. Eher so dieses mit den Polymeren und diesen Elektronikdingern, weil da brauchen wir ja dann noch wieder Obsidian. Gut, wir müssten dann wieder auf diesen einen Berg darauf. Das hat ja ganz gut geklappt. Unser Direwolf, ne, Betty ist jetzt noch stärker als vorher. Da würde ich dann auch, glaube ich, die Tragekapazität jetzt erhöhen, damit man halt ein bisschen mehr mitnehmen kann, damit sich das auch noch eher lohnt, da halt hinzurennen, ja. Wenn wir bloß unsere Motte hätten, das wäre so viel besser, ey. Ätzend. Richtig, richtig ätzend, immer noch, ey. Muss mal kurz gucken. Wobei, so viel ist es nicht. 5 Polymer und 15 Elektronik. Gucken wir mal. Schalten wir noch mal ein. Also 5 Polymer haben wir gesagt, ne? Und 15 Elektronik. Okay, da hört es halt schon auf. Weil Siliziumperlen, okay. Und hier? Ach, Zement. Obsidian und Zement. Okay, aber Zement hatten wir, glaube ich, hier hinten, oder? Ich kann mir ein paar Steine reinpacken. Können wir noch ein bisschen mehr Zement machen? Ah, 19 Stück. Wird nicht ganz reichen. Was hätte ich gesagt? 5 Stück brauche ich davon. Na gut, die Lithiumperlen weiß ich auch, wo die sind. Da können wir mit unserem Direwolf wieder hinreiten. Das geht. Wie hat er jetzt Zement reingepackt? Ach, das war Schießpulver noch. Ja gut, okay, dann nutze ich gleich die Gunst der Stunde, wenn die Maschine läuft. Und mach kurz hier davon. Nochmal 4 Patronen, ja gut, okay. So, jetzt passt schon. So, schon fertig. Ich brauche mehr Steine. Mist. Jetzt haben wir von allem etwas, ne? Reicht das überhaupt für irgendwas jetzt aus, das bisschen Zement? Okay. Nehme ich das mal mit. Die Munition, die können wir halt gleich oben reinpacken. Weil ich würde jetzt schon gerne die Klimaanlage basteln, dass wir halt hier unten diese Steinwände bauen können. Dass wenn wirklich diese ganzen T-Rex angelatscht kommen, die Basis nicht gleich sofort down ist. Okay, ja, ein bisschen was haben wir. Das ist ja okay. Also Siliziumperlen müssen wir holen. Ich hoffe, der Obsidian reicht. Und Metall brauchen wir auf jeden Fall noch mal mehr. Also gut, mit Metall ist echt. Was ist denn hier los? Keine Energie. Okay, ist aber gefährlich, ey. Sollte der nicht nur anspringen, wenn irgendwas ist? Achso, jetzt ist es. Das ist doch so. Ausschalten. Ja. Also als Notstromreaktor soll der fungieren. Aber gut, okay, wir schalten ihn jetzt einfach an, weil das Risiko ist jetzt zu groß. Und dann machen wir das so, dass wir den wieder ausschalten, wenn wir sehen, dass die Windkraftanlage entsprechend wieder genügend Strom produziert.
Ich denke, das passt sich. So. Okay, also wieder auf zum nächsten. Vorsichtig runter, genau. Was habe ich jetzt eigentlich noch alles im Inventar? Ich bin so schwer beladen. Achso, gut, hier der ganze Sand. Na gut, das ist kein Wunder. So, dann können wir auch gleich nochmal gucken, dass wir ein bisschen Holz mitbringen, beziehungsweise Stroh habe ich gesehen, wäre jetzt, glaube ich, hilfreicher. Ach, ist voll? Echt? Uncool. Mist. Muss die ganzen Blueprints mitnehmen, weil die wiegen nichts, aber verbrauchen halt unheimlich viel Platz. Ätzend, ey. Ich brauche echt mehr Schränke jetzt. Sollten wir vielleicht mal kommen, wir haben noch genug Teile, dann bauen wir mal schnell so einen Schrank, also vielleicht auch einen für Blueprints. Was haben wir denn hier? Gut, okay, das ist der für... Das ist ein normales Bücherregal. Baupläne, genau. Aber wir machen einfach den jetzt hier. Ja. Denn was machen wir da rein? Ich würde sagen, dann können wir langsam mal anfangen hier für Rohstoffe und so, also das ein bisschen zu sortieren. Okay. Gut, dann machen wir hier jetzt einfach Werkzeuge und Klamotten rein. Ja, und Blueprints. Genau. Ich denke, das ist am sinnvollsten. Fangen wir ein bisschen an mit Sortieren. Das heißt dann auch sowas wie, dass hier solche fertig gebauten Sachen kommen da auch rein. Rezepte. Wir haben auch so einen Brunnen und sowas. Ja. Und wenn wir Blueprints haben, dann packen wir die entsprechend woanders hin. Was ist denn das von einem Sarko? Sarko? Was war denn ein Sarko? Okay. Werden wir noch rausfinden, glaube ich. Da sind ja auch so Utensilien. Guck mal, was ist denn das? Das ist ein Mottenei. Ja gut, müssen wir halt nur ausbrüten, ne? Und welcher Sattel ist das? Morella Tops. Und das? Mantra. Aha. Okay. Die Schere natürlich zählt dann auch als Werkzeug. So. Dann kann das hier alles rüber. Genau. Ja, und schwuppdiwupp, wenn wir sehen, wie viel wir jetzt dann hier schon wieder hier rüber gepackt haben, haben wir natürlich jetzt im anderen Schrank jede Menge mehr Platz und dann kann das auch alles aus der Werkbank raus. Weil die Werkbank ist so zugemüllt im Moment, dass das echt keinen Sinn macht. Aber es ist krass, wie viele Baupläne wir haben und wie viele Baupläne wir von immer wieder demselben haben. Ist echt der Wahnsinn. Okay, sehr, sehr eigentümlich. Das heißt, ich packe jetzt mal alles, was hier so diese Pilze und sowas sind. Das packe ich jetzt mal raus. Rohsalz, ja. Damit man hier auch mal wirklich die Sachen wieder reinpacken kann, die da hingehören oder hin sollen. Nein, das nicht. Genau so. Weg. Schwefel. Ach, ich habe schon eine Schere, okay. Warum habe ich dann nochmal eine hergestellt? Auch super. Klasse. Erst dann, wenn halt die Übersicht fehlt, ne? Ja, dann hängst du da und denkst dir so, ach nee, habe ich ja noch nicht. Brauche ich dann noch? Und dann stellst du fest, ups, habe ich ja schon. Klasse, super. Richtig, richtig gut. Ah, das schmeißt mal weg hier. So, super. Platz da drin. Ja, und ich hebe jetzt die ganzen Sachen hier so auf. Ich packe die Haare. Ach nee, stimmt, die haben wir in dem anderen Schrank drin. Ja, ist besser als das. Ich weiß gar nicht, können wir damit was machen? Wirklich so ein Menschhaar-Pullover oder so? Oder doch Toupets für andere Steinzeitmenschen verkaufen, die halt weniger Glück haben wie wir und schon mit Glatze rumlaufen müssen? Wer weiß. Alles denkbar heutzutage. Das heißt, das kommt doch hier rein. Boah, ja, ich pack's erstmal da rein. So, seltene Pilze haben wir auch schon ein bisschen, ne? Und Pelz. Tonnenweise Pelz. Und ich weiß nicht, wer hier freiwillig mit Pelzjacke rumläuft.
bei den Temperaturen hier. Es gibt sicher jemanden, aber ich glaube, wir werden da nicht mehr dazu gehören. So, mal gucken, wie viel haben wir noch? Knapp 300 brauchen wir noch. Ha, so. Hat einer ein Level-Up? Oh, guck mal hier. Das passt sich natürlich. Weil das heißt, gehen wir mal hier ein bisschen auf das, ne? So knapp 9 Kilo mehr. Ja, 9 Kilo. Das ist schon mal wieder ein bisschen Metall hier, ein bisschen Metall da, ne? Wie sieht das aus? 8000, 9000. Düngen wir mal noch ein bisschen. Aber schon gesehen, der Skorpion hatte auch schon wieder ein Level-Up. Ja gut, der ist ja noch ganz, ganz am Anfang. Der sind ganz... Wobei, Level 12 ist gar nicht mehr so nur noch am Anfang. Achso, oh, das ist ein bisschen mehr als nur das eine Level. Okay. Ja, machen wir nochmal. Also ich glaube so, wenn wir um die 1000 immer sind von Lebensenergie, dann haben wir auf jeden Fall bessere Chancen, dass wenn Direwolf oder sowas ankommt, hat unsere Viecher auch noch überleben. 2 Punkte. Okay. Knapp 100 Erfahrungs- Lebensenergie mehr bekommen. Hm. Machen wir mal. Ah, pushen wir das Ganze mal ein bisschen hoch. Was ist hiermit? Oh, du auch. Sehr schön. Wunderbar. Das ist echt gute. Ne? Alles levelt so nach und nach auf. Der hat schon mit über 4000 jede Menge. Da könnten wir eher sagen, wir machen Bewegungsgeschwindigkeit ein bisschen höher. Und du hier? Hä? Na, definitiv Lebensenergie. Aber das geht halt bei dem echt schwer, also oder langsam. Schwerfällig und langsam, ja, schwerfällig und langsam. Das passt, glaube ich, am besten. Na gut, das soll es gewesen sein. Ich verabschiede mich, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann werden wir mal ein bisschen rumdüsen, ne, Siliziumperlen und Metall holen und Stroh. Und dann werden wir fleißig weiter basteln, dass wir da die Klimaanlage basteln können, damit wir auch dieses Mottenei ausbrüten können, damit wir wieder eine Motte haben, um zu fliegen. Und wir werden definitiv nicht mehr da hinten hinfliegen, und damit wir nicht schon wieder eine Motte verlieren. Da habe ich keinen Bock drauf. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.